Echo India 6 Fox Mexico. Echo India 6 Fox Trot Mike calling CQD X and listening over. Ja, hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute eine ganz, ganz tolle Sache, wie ich das finde. Und zwar, ich habe euch ja in zwei Videos schon mal das Programm SDR Plus hier vorgestellt. Und ja, damals, ich weiß nicht, war mir das noch nicht ganz klar, dass es auch auf der Pi läuft, auf der Raspberry Pi, hier in dem Fall der Pi 4. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Da gibt es zwar nichts Fertiges, man muss das praktisch selber bilden, diese Software, aber das ist gar nicht so schlimm, wie man jetzt vielleicht denkt. Und dann funktioniert SDR Plus auch auf der Raspberry Pi. In dem Fall übrigens hier in Kombination mit dem RSP1A, mit dem SDR, mit einem SDR Play Gerät. Die funktionieren übrigens alle damit. Ob RSP DX oder Duo oder wie sie alle heißen. Und natürlich auch noch jede andere oder jede Menge andere SDR-Geräte funktionieren damit. Ich erstmal auf Stopp. Und zwar natürlich RTL-SDRs sowieso, HackRF, Lehman-SDR und wie sie alle heißen. Hier ist eine ganze Liste. Funktionieren alle mit dieser Software, die man auch auf der Pi 4 ganz geschmeidig laufen lassen kann. Da hakt nichts, da hängt nichts, da bleibt auch, läuft wirklich sehr smooth durch, ja? Und hört sich auch noch wunderbar an, wie ihr mitgekriegt habt. Also nach meiner Meinung, ich habe ja jetzt schon viele SDR Cubic und GQRX und so weiter ausprobiert, aber da gibt es einen gewaltigen Unterschied, vor allen Dingen was die SDR Play Geräte betrifft, da läuft nicht jede Software mit, ja, und ja, hier mit dieser Software läuft es und zwar super. Ich werde da immer größerer Fan von SDR Plus, weil es ist so, ja, man kann damit so viel anstellen, ne? Auf so viel Endgeräten, es ist sehr flexibel einfach, ich finde das absolut klasse. Und ich habe den RSP1 jetzt hier per USB verbunden. Ihr werdet jetzt sicher auch merken, das ist nicht eine normale Raspberry Pi oder so. Das ist ein 10 Zoll Touchscreen Monitor zum Bedienen. Und zwar, das ist das RAS-Pad. Ja, das RAS-Pad ist im Grunde eine Raspberry Pi in Tablet-Form. Dieses RAS-Pad 3, das bekommt man im Grunde als leere Hülle. Ja, also fast leere Hülle. Der Touchscreen ist dabei, die Touchscreen-Steuerung, wo man dann die Pi jeweils oder den Pi anschließt. Was im Grunde fehlt, ist der Pi an sich. Den kann man dann je nach Belieben dort reinbauen. Ja, manche möchten das High-End-Modell, den 4er Pi mit 8 GB Speicher. Für manche andere langt halt auch ein schwächerer. Dementsprechend kann man dann selber entscheiden, was man hier in dieses Tablet sozusagen reinbaut. Die Hülle ist dabei, Lautsprecher sind eingebaut, alles fix und fertig, alles Plug and Play. Man braucht, wie gesagt, nur die Pi reinbauen. Die SD-Karte kann man da reinschieben. Ich mache mal jetzt hier auf Stopp. Ihr seht ja, SDR Plus funktioniert hier einwandfrei. Hier ist übrigens noch ein externer Lautsprecheranschluss dran. Also ein ganz tolles Gerät ist das, wie gesagt, in Tablet-Form, nur ein bisschen dicker hier hinten. Hier habe ich jetzt noch meine Gipo-Leiste rausgeführt mit dem Flachband, muss man aber nicht tun. Mir macht das jetzt nichts aus, dass das hier so draußen hängt. Man kann natürlich auch ein kürzeres Kabel nehmen und dann hat man auch die Gipo-Leiste zur Verfügung der Raspberry Pi. Finde ich ganz toll, ist dafür alles vorgesehen, ist mit eingebautem Akku.
dann ein Sensor, wo merkt, wenn man das Tablet sozusagen oder das Raspad schwingt, also dreht, dann dreht sich auch der Monitor in die jeweilige Richtung. Ihr habt das ja gerade gesehen. Wenn ich das jetzt wieder hier den hier mache, geht kurz der Bildschirm aus und dann sind wir wieder da, wo wir sein wollen. Ja, wie gesagt, eingebauter Akku, der hält auch sehr, sehr lang. An- und Ausschalter, Beleuchtung, Lautstärke kann man hier regeln. Hier die Micro-SD-Karte reinschieben, finde ich ganz toll, kommt man von außen sehr gut dran. Ja, da ist dann nochmal so ein Adapter innen drin verbaut zu dem Micro-SD-Karten-Slot der Pi. Deswegen kommt man hier draußen auch gut drauf. Also ganz, ganz toll, dieses Raspad 3. Ich werde euch das auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Ist allerdings nicht ganz günstig, guckt euch das mal an. Vielleicht kriegt ihr es auch irgendwo anders, der billiger. Ich habe das jetzt bei Amazon halt bestellt, aber ihr könnt ja selber mal gucken. Vielleicht findet ihr ja da ein günstigeres Angebot. Würde ich auf jeden Fall raten. Ja, ja, natürlich auch hier neben, ne? HDMI-Ausgang, LAN-Kabel-Ausgang, USB 3-mal, USB 3 und hier ist dann hier der DC-Anschluss zum Laden und dann halt nochmal hier zum zusätzlichen entweder Kopfhörer oder eine Box anzuschließen. Hat auch einen Lüfter hier unten verbaut, den muss man auch dann selber dran schrauben. Da gibt es auch unzählige Videos mittlerweile schon bei YouTube. Ist aber einfach, ich hatte das Teil mit meiner Wunsch Raspberry Pi, hatte ich in circa 15 Minuten war das dann alles fix und fertig. Und ich habe mich da jetzt nicht wirklich beeilt. Also ganz, ganz toll, wie ich das finde, ja. Und funktioniert einwandfrei hier, auch der Schwenksensor, der ist alles mit dabei, ist auch alles nur zum Stecken. Und ja, das natürlich in Kombination mit so einem Gerät. Wie gesagt, ich habe den RSP jetzt gerade rausgestöpselt, deswegen kommt hier jetzt nichts mehr. Ganz toll, ich habe das SDR++ darauf installiert. Das findet sich dann im Normalfall jetzt bei mir unter dem Ordner Ham Radio, aber das taucht dann hier irgendwo in der Menüleiste auf unter irgendeinem Punkt. Und ja, ich habe jetzt noch FL Digi noch mit drauf, weil man kann ja dann auch in Kombination natürlich dekodieren, RTTY, Wetterfaxe und so weiter. Das funktioniert übrigens einwandfrei hier auf diesem Raspberry 3, muss man wirklich sagen. Also ich bin da echt begeistert von dem Gerät. Das ist aber kein Must-Have. Das müsst ihr nicht, gell? Das habe jetzt nur ich für meine. Das Schöne ist halt durch den Akku und durch die, da kann ich auch mal mobil mal schnell was anschließen und probieren und testen. Beziehungsweise ich muss nicht ständig eine Strippe irgendwo hinterherziehen. Das war eigentlich der einzige Grund. Ganz, ganz toll, wie gesagt, dass jetzt diese Software da funktioniert. Und sie ist gar nicht so schwierig zu installieren. Ich werde euch jetzt nicht diesen gesamten Installationsvorgang nochmal vorführen, weil ich habe ein PDF vorbereitet für euch, wo ich im Grunde die ganzen Kommandozeilen, die man dann hier in das Kommandoterminal eingibt, habe ich explizit aufgelistet, was ihr vorher machen müsst. Und ihr müsst im Grunde nur noch kopieren und einfügen in das Terminal. Mehr müsst ihr gar nicht mehr machen. Deswegen werde ich jetzt hier nicht diesen ganzen Installationsschritt vorführen. Ich werde euch nur noch ein paar Sachen kurz dazu erklären, dass da nichts irgendwie falsch verstanden wird. Wie gesagt, das PDF werde ich euch auch noch mal in der Videobeschreibung verlinken, das, was ich da zurecht gemacht habe. Da ist wirklich eine Step-by-Step-Anleitung, wie dieses SDR++ hier auch auf den Pi draufkommt und so gut funktioniert. Also wirklich, ich bin da sehr, sehr, sehr begeistert davon, muss ich wirklich sagen. Gut, dann schalte ich jetzt mal um auf die PC-Kamera und zeige euch das PDF und erkläre ich euch noch ein paar Worte dazu. So, jetzt habe ich hier mal jetzt nicht das PDF geöffnet, sondern nur mal mein Word-Dokument. Das werde ich aber dann als PDF-Form euch in der Videobeschreibung verlinken. Ja, als erstes müsst ihr euch, wenn ihr den nicht schon habt, natürlich den Raspberry Pi Imager herunterladen. Den Link dazu werde ich euch natürlich auch nochmal in die Videobeschreibung reinsetzen. Dort müsst ihr ein Betriebssystem wählen, ein OS wählen. Dort geht ihr hier gleich auf das erste, auf das Raspberry Pi OS Other.
und wählt dann die Desktop-Version hier unten aus. Die müsst ihr erstmal vorinstallieren auf eurer SD-Karte. Da könnt ihr im selben Zuge natürlich gleich euer WLAN einrichten, euer SSH. Ich zeige euch das mal. Na, da könnt ihr das natürlich dann auch gleich tun, damit ihr direkt WLAN-Verbindung habt mit eurer Pi. Alles Weitere habe ich euch ja schon mal gezeigt. Wie gesagt, erste Mal dieses Standard Raspbian OS herunterladen mit dem Raspbian Pi Imager. Das habe ich hier auch nochmal in dem PDF dann später auch nochmal beschrieben, dass man das tun sollte. Dann müsst ihr auf die SDR Play Seite und zwar nicht mit eurem PC, sondern geht dann direkt mit dem Pi Browser auf diese Seite. Weil ihr müsst dort etwas herunterladen. Und zwar, ihr müsst dann hier auf der Download-Seite von SDR Play diese API herunterladen, damit euer SDR Play-Gerät auch funktioniert. Ihr wählt hier im Grunde euer Modell aus, was ihr habt. Ich nehme jetzt mal den 1A und als Operating System nehmt ihr dann ARM Raspberry Pi OS. Und dann seht ihr auch dann hier gleich API, das klickt ihr dann an. Und hier das unterste ist dann das Richtige hier, ne? Dieses API 3.07. Das könnt ihr dann hier anwählen und könnt das dann hier auf euren Pi downloaden. Ne? Also wie gesagt, diesen Schritt macht ihr von eurem Pi aus, ne? Von eurem Browser, wo dort installiert ist. Das habe ich hier auch nochmal beschrieben. Das war auch soweit einfach, sage ich mal. Wenn ihr das gemacht habt und diese API heruntergeladen habt, müsst ihr diese API, also ihr müsst es nicht tun, aber der Einfachheit halber, von eurem Download-Ordner auf der Pi verschiebt ihr das in den Home-Pi, in das Home-Pi-Verzeichnis. Dann müsst ihr dann im Terminalfenster nicht weiter einen Pfad eingeben. Das ist eigentlich ganz praktisch. Da könnt ihr, wie gesagt, dieses mit dem Icon könnt ihr direkt dann in diesen Ordner, in diesen Pi-Ordner verschieben und dann müsst ihr keinerlei Pfade mehr in eurem Terminalfenster eingeben. So, und das Wichtigste jetzt kommt jetzt und zwar die SDR++ Software installieren. Dort habe ich im Grunde alles aufgeschrieben. Ich werde trotzdem nochmal euch das zeigen. Das ist jetzt der Pi, wo SDR++ installiert ist. Hier seht ihr das. Und zwar, ich zeige euch das erst nochmal mit dem Ordner, was ich damit meine. Also wenn ihr die API heruntergeladen habt auf euren Pi, dann ist der ja hier in dem Download-Ordner drin versteckt. Und dort zieht ihr einfach diese Datei, diese SDR-Play-API hier in dieses Home-Pi-Verzeichnis. Das ist einfach nur, weil es einfacher ist. Ihr müsst es aber nicht tun. Ihr könnt natürlich auch den Pfad zu dieser API eingeben. Weil diese API, die muss man natürlich auch noch installieren. Das habe ich gerade vergessen zu sagen natürlich. Ja. Das geht dann aber über das Terminal-Fenster, was natürlich dann einfacher ist, wenn es in dem Verzeichnis sitzt. Das öffnet ihr dann einfach und kopiert dann einfach diese zwei Befehle, wo ich hier oben hereingeschrieben habe, hier oben, ne? Wo dann hier steht Terminal öffnen und folgende Zeilen nacheinander eingeben. Die kopiert ihr hier einfach aus dem PDF dann heraus. Ja? Kopieren, ja. Und fügt die dann hier mit Paste, also rechte Maustaste, Paste dann wieder ein und lasst das dann hier so durchrennen. Das kann immer alles auch eine Weile dauern. Dann den zweiten Befehl hinterher. Und dann läuft das. Ihr könnt ein Update machen natürlich von der Pi vorher noch. Ich habe das jetzt hier bei der Installation von SDR++ dazu geschrieben. Das könnt ihr natürlich auch schon von vorne weg machen. Ne? Ansonsten könnt ihr hier diesen ersten Schritt im Grunde vergessen mit sudo update. Das braucht ihr dann natürlich nicht, wenn ihr das schon gemacht habt. Dann installiert ihr hier diese ganzen Libraries. Dazu kopiert ihr das auch einfach hier komplett bis unten hin.
kopieren und dann in euer Raspbian, in euer Terminalfenster dann hier wieder einfügen. Ne? Und so geht es als weiter. Dann hier git clone, ja, dann hier die, das ist dann die Adresse von der Homepage von dem Skript. Und zwar das Ganze, was ich hier aufgeschrieben habe, basiert auf diesem Skript hier, rpi-install.sh. Das könnt ihr euch natürlich auch nochmal angucken. Das ist die GitHub-Seite von SDR++. Und da ist das nochmal, sage ich mal, in Kurzform auch nochmal beschrieben. Da sind auch dieselben Libraries drin, wie ich da kopiert habe. Nur, dass ich nochmal so eine komplette Schritt-für-Schritt-Geschichte gemacht habe. Und ich habe das mit git clone gemacht, nicht wie er hier. Ne? Er hat das hier anders da gemacht. Aber ihr könnt das natürlich auch so mit diesem Schema machen. Aber jetzt so wie ich das hier aufgeschrieben habe, funktioniert das wirklich einwandfrei. Wie gesagt, zweiter Schritt git clone und dann tut ihr im Grunde diese ganzen Dateien runterladen, wenn man das so möchte. Geht dann in den Ordner SDR++ und dann wird praktisch die Software gebaut, ja, wenn man es so möchte, und dann gemacht und dann installiert. Ihr tut das, was hier rot markiert ist, einfach nur kopieren, ins Terminal einfügen, kopieren und das immer Zeile für Zeile, außer hier die Libraries, die werden dann ab hier, ab sudo nano apt install, werden die bis hier runter kopiert. Na, und werden dann eingefügt. Und dann beim letzten Befehl sudo make install war es das dann auch schon. Wichtig ist, rebootet nochmal eure Pi mit sudo reboot oder geht hier einfach auf die Himbeere und geht hier auf Shutdown. Dann könnt ihr das natürlich auch machen. Und dann war es das schon. Und schon habt ihr SDR++ auf eurem Pi. Ich habe es jetzt nur mit dem Pi 4 getestet, das funktioniert einwandfrei, der hakt, der hängt nichts. Ich habe jetzt schon gehört, dass bei dem Pi 3 es da schon Aussetzer gibt in der Audio und so weiter. Ja, das müsst ihr dann halt selber mal probieren, wenn ihr einen älteren Pi habt, aber beim Pi 4 habe ich bis jetzt und von denen, wo ich es gehört habe, die das genauso hier übrigens gemacht haben, ich habe das ja schon bei ich habe das schon manchen Leuten zum Testen weitergegeben, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung hier, ob man damit zurechtkommt, beziehungsweise ob auch alles funktioniert. Es kann ja auch mal sein, dass ich mich irgendwie verschrieben habe. Und bis jetzt habe ich nur positive Rückmeldungen, dass das genau nach dieser Anleitung dann so funktioniert. Es kann immer trotzdem mal was sein, allein schon beim Kopieren oder wenn ich das hier in einem PDF umwandle oder irgendwelche Zeichen stimmen dann nicht mehr, sagt mir dann einfach in den Kommentaren Bescheid und dann gucke ich mir das nochmal an, falls irgendwas nicht stimmen sollte. Aber bis jetzt hat es funktioniert. Und dann ist alles fertig und dann könnt ihr SDR++ nutzen. Und das soll es auch schon gewesen sein. Kurz und knackig, funktioniert und läuft sehr gut. Wie gesagt, dann auch mit eurem SDR-Play-Gerät, mit RTL-SDR und was es alles so gibt. Auch mit dem Lehman-SDR. Und ja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hilft euch weiter, diese Software auf dem Pi zu installieren. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen, über ein Abonnement sowieso und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr kein Video mehr verpasst. Dann macht's mal gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.